Ja, aber im Dunkeln sieht man die Blutflecken so schlecht. Irgendwie habe ich so echt das Gefühl, dass es dann so alle 20 Minuten abstürzen will. Oh, vielleicht soll ich doch den Beiden machen. Balden. Wunderbar. Jetzt mache ich die noch kaputt. Aus dem Download-Bereich. Nichts zu holen. War das eventuell in die falsche Version? Ich hab die ja aus dem Download-Bereich. Hey, Fremder! Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Wir hätten dich für einen entlaufenden Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Du siehst ganz schön fertig aus. Was willst du hier? Ich wurde in den Bergen von Banditen Stimmt überfallen. Stimmt gar nicht. Ich hab gelogen. Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich habe die Banditen natürlich platt gemacht. Niemand anders war daran beteiligt. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lubert dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Wo finde ich Lubert? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Lubert von Elst. Komm ihm ja nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Ich möchte ihn auch prügeln. Aber ich würde gerne mal schlafen. Über Nacht sieht hier alles so grau und grau aus. Die freuen sich aber. Freuen die sich auch schon immer so? Sind ja voll begeistert. Yeah. Ich habe noch keinen umgebracht, keinen Schaf. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Immer. Verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht. Oh, da hinten ist ein Wolf. Verarsch mich nicht, Junge. Ich will wissen, wo du stehst. Also, für wen bist du? Für den Wolf. Für die Bauern. Ohne dieser verdammte Kriegstreiber bringt uns noch alle ins Grab. Was glaubst du, wie lange sich die Paladine das ansehen? Nach dem, was Ona sich geleistet hat, ist die ganze Stadt in Aufruhr. Ich muss erstmal den Wolf klatschen, der sich da hinten rumtreibt, der gerade ein bisschen im Zaun feststeckt. Weil der Schafhirte auf eurem Bauernhof hat ja irgendwie Besseres zu tun. Da habe ich aber nochmal Glück gehabt. Immer schon rein mit den leckeren Keulchen. So, ich speichere trotzdem mal nochmal. Weil. Oh, sind ja schon wieder ein paar Minuten her. Ich habe im Moment die 5 Minuten Speicherregel, wenn es abstürzt. Wenn das weniger wird, dann natürlich länger. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Klar. Du könntest einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. Ich suche immer Arbeit. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Aber für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben, aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. So wie du rumläufst, solltest du die Klamotten nehmen. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Na gut. Dann beeil dich ein bisschen, bevor ich es mir anders überlege. Ich finde es schön, wie er mit einem feilscht quasi, obwohl man gar nicht zurückfeilscht.
So. Das ist einfach, der feilscht einfach mit. Hat keiner gesehen, dass ich dem gerade einen Lederbeutel geklaut habe. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. So. Damit ich da draußen mal schönes Wetter hab. Ja. Damit ich da was sehe. So, Rüben pflücken. Eins. Ich vermute, man braucht 10. 2. 3. 4. 5. Hat jemand neben Dings 6? 8, 9, 8, was weiß ich. Ich nehme mal alle mit. Kann man die auch essen? Das wäre irgendwie geil. So. Och, ich fress gerade mal die Rüben vom Feld. Nee, oder? Doch. Om nom nom. Wenn ich jetzt den Quest nicht abgeben kann, wäre natürlich geil. Nein. Der Baum wächst auch gesund durch den Stein. Aber es wäre eine leckere Rübe. Das war meine Bezahlung. Ach bitte. Hoffentlich kann ich sie noch abgeben. Das wäre jetzt doof. Nur ein bisschen. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Bring sie zu meiner Frau ins Haus, sie soll sie kochen. Kann man auch wunderbar ohne gekocht zu essen. Ich hab dir 5 Goldstücke gegeben. Ohne sie zu kochen oder essen. Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für die Klamotten. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Was ist hier? Was ist hier eigentlich los? Du weißt nicht, was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Wo komme ich eigentlich her? Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Doch, ihr könnt eure Rüben essen, die schmecken super. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Was kostet denn die Landarbeiterkleidung, für die ich mich eigentlich hier die ganze Zeit einsetzen aufopfer? Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Malet sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Die Mistkerle haben uns eine Menge Ärger gemacht. Dank dir sind wir sie jetzt los. 50 Goldstücke. Das ist mir noch zu teuer. Wie du meinst. Kleider clever kaufen bei Ona? Nein. Der hat doch bestimmt noch was zu tun. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Feldräuberplätten, glaube ich. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Ach komm, erzähl mir doch noch was über Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt. Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Was sind das für Söldner, die Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Unseren alten Buddies. Ist ja bekannt. Oh, genau. Kann ich den auch verhauen? Siehst doch vorhin, dass ich den prügeln kann. Entschuldigung fürs Panikspeichern, aber wie gesagt, paranoid. Wegen Abstürzen. Oh, Frauen, mit denen man reden kann. Hey.
Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Reden die. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu testen. Die hat aber einen sehr schönen Kinnbart. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, der vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Hast du was zu essen für mich? Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Meinst du, ich kann dir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Sie fragt Frauen am Herd. Ob man das in der heutigen Zeit noch so machen könnte? Ich weiß es nicht. Wird sich doch gleich jemand drüber aufregen. Oh, nein. Fällt es denen jetzt auf, wenn ich die Kleidung einfach anziehe, so? Ich bin jetzt einer von euch. Aber ich kaufe sie ihm trotzdem noch ab. Krieg ich dann noch mal eine? Und was ist die dann wert? 80. Dieb. Hat keiner gesehen. Ich wusste nicht, dass es... Also... Deswegen gehe ich ja nachher ins Kloster, um meine Sünden zu beichten. Ich werde es bereuen. Ja, ich... Instant Karma. Der Scheiß stürzt schon wieder ab, ne? Aber ich werde es dann gleich wieder stehlen. Aber mittlerweile kriege ich das echt schnell. Ich spiele jetzt nochmal kurz, aber ich muss dann echt nochmal. Ich glaube, ich schmeiß den dann nochmal runter und lade ihn nochmal neu rauf. Oder ich probiere es ohne, falls damit ich sicher gehen kann, dass es daran liegt. Weil das ist echt zum Kotzen, wenn das hier immer passiert. Vor allem, ich muss immer. Bitte warten Sie, bis die Initialisierung und Konfiguration des virtuellen Dateisystems abgeschlossen wurde. Dies kann je nach System bis zu mehreren Minuten dauern. Zum Glück dauert es nicht mehrere Minuten, aber... Es tut mir leid, dass es hier gerade so oft abstürzt, aber... Das ist Gothic. Vor allem gestern habe ich es mal echt eine Dreiviertelstunde laufen lassen. Und da war einfach nichts. Hey, you! I've got some Rübe for you. Ja, ich skip hier mal kurz durch. Weil. Hast du. Hab ich ja gerade eben schon gemacht. Aber ich mach das gleich nochmal. Es wird nochmal geklaut. Und auch nochmal angezogen. Und auch noch gespeichert. Ach, ist im Heulen. Ich habe mich so gefreut. Aber vielleicht finde ich ja noch einen Bugfix. Das ist aber echt komisch, weil normalerweise kenne ich das nur, dass dann irgendwie Access Violation oder sowas kommt. Das ist ja so der Klassiker der Gothic-Abstürze. Aber hier kommt einfach nichts. Es bleibt einfach Bild stehen. Ist ein normaler oder ein. Oh, das ist ein Junge. Oh, es sind zwei. Aber Black gab schon mehr. Die anderen gaben nur 20, ne? Naja. Instant. Den möchte ich nicht so. Ein Stonehenge. Kommt das denn her? Feldknöterich. Sieht genau aus wie eine Rübe. Oh, da hinten Wasser, das flimmert. Da habe ich eigentlich auch den Hotfix drauf geladen. Ich verstehe es nicht. Ich muss vielleicht auch nochmal ausprobieren. Woran das liegt.
kann mich gar nicht erinnern, dass hier was war. Steintafeln. Steintafeln sind auf jeden Fall Items aus dem Add-on. So, das weiß ich noch. Die gab es im Normalen nicht. Was gäbe es denn hier dann sonst? Sorry. Ich fühle mich auch schlecht. Aber ihr könnt es hoffentlich verstehen. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Durch den ganzen Krautsalat, der hier rumsteht. Oh ja, da ein Lederbeutel. Oh, ein Schalter. Ob ich das auch gleich bereuen werde? Aber ich finde schon mal gut, dass er einen Tagebucheintrag macht, weil ich wüsste jetzt nicht. Das Portal. Ich habe den Mechanismus. Ich habe den Mechanismus des Steinkreises bei Lobards Hof aktiviert. Mehr als ein Beben hat es da nicht gegeben. Okay, gut. Dann weiß er doch nicht mehr wie ich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier noch irgendwas ist. Ah ja, da. Goblinbeere. Ich wusste tatsächlich noch, dass es hier eine Goblinbeere ist. Genau an dieser Stelle. Komm her, du Riesenmarienkäfer. Okay, manche geben 40, manche 20, aber es sind beide Junge. Ich fresse aber ganz schön die Keulen hier weg. Genau. Ich wollte doch noch jemanden fragen, ob er Arbeit für mich hat, um die Bauernklamotten billiger zu machen. Irgendwie sieht man hier so. Der Pirat, der macht den Wolf alleine platt. Frag mich nicht, warum ich jetzt einfach wild quer Feld einrenne. Ich möchte nämlich jetzt mit dem Pirate reden. You got a pirate. Already hard. Sogar zwei. Psst. Hey du, komm mal her. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es noch mal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Versteckst du dich vor jemandem? Ach was. So ein Unsinn. Ich stehe nur gerne zwischen den Bäumen, damit mir der Wind nicht direkt ins Gesicht weht. Sagt der Seemann. Aber was ist jetzt mit dir? Willst du den Job? Sag mal, was ist heute eigentlich mit dem Wetter los? Gerade eben war es wieder hier dunkel wie Sau im Zimmer und jetzt knallt mir wieder die Sonne ins Gesicht. Der hat zwar fancy Clothes, aber Gold hat er sicher nicht. Ich bin sicherlich nicht der Umgang, den ein Herr wie du gewohnt ist. Aber meinen kleinen Beitrag zu deinem sicherlich beträchtlichen Vermögen wirst du doch nicht ausschlagen, oder? Nun, was sagst du? Kann ich mit dir rechnen? Lass das Gefasel. Sag mir, was du willst. Siehst du? Genau das meine ich. Nur mit schönen Worten allein kann man bei dir nichts werden. Ich habe es gleich gewusst. Ich habe es hier mit einem knallharten Geschäftsmann zu tun. Du bist doch ein Geschäftsmann und hast bestimmt Interesse an einer kleinen Aufbesserung deines Geldbeutels, oder? Der labert ja immer noch. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist.
Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen. Habe ich recht? Wegen der Stadtwachen? Ja, schon eine Idee? Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Jetzt weiß keiner mehr, dass ich die geklaut habe. Was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. So. Damit habe ich mein Diebesproblem vielleicht schon gelöst. Ich weiß es nicht. Oh, fängt es an zu regnen oder was? Ein Grafikbug? Nein, es fängt an zu regnen. Gut Schaden ohne Rüstung, ne? Da muss man aufpassen. Aber auf die engage ich jetzt. Und Action. Ernsthaft? Das wird doch immer häufiger, oder? Ich glaube, ich muss jetzt echt gleich nochmal gucken. Das kann man so sicher nicht antun, dass ich hier alle 5 Minuten das Spiel neu starten muss. Das geht mir auf den Sack. Aber dabei habe ich doch schön alle Patches installiert. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss, dann kann ich den ganzen Scheiß ja nochmal machen. Oh, ich werde auch jetzt nicht sterben, weil ich die Blutfliege nicht triff. Hallo? Nö. Stirb! Oh, da liegt er mit offenem Mund. Verkatert auf dem Boden rum. Na super. Aber wenn man sich alle Spiele reinziehen will, dann muss man da auch mit Bugs achten. Jetzt habe ich den einfach mal abgeworfen mit einem Feuerball. Jo. Jetzt waren zwei Hit. Und hat mir nichts abgezogen. War ja klar. Ich glaube, hier kann man irgendwo einen Ork sehen. Ich weiß zumindest, dass hier einer ist. Irgendwo. Als wäre ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall einer da. Ja, du hast das verloren. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Nein. Mir ist egal, wo du herkommst.
Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich. Was denn? Was hast du anzubieten? So wie du aussiehst, lassen dich die Wachen nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Mit dem Wisch in der Tasche kannst du so abgerissen rumlaufen, wie du willst, und die Wachen lassen dich in Ruhe. Interesse? Nee. Wie kommst du in die Stadt? Will ich nicht. Die Wachen kennen mich. Ich werde ihnen einfach erzählen, ich hätte den Passierschein verloren. Da ist doch ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Was will er denn haben? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir. Jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Ach, klar. Das, darum ja, kann sich das Ich von morgen kümmern. Ja. Nehme ich Sei mit. Vorsichtig, es kann ja sein, dass die Jungs auf dem Bauernhof immer noch ein bisschen schlecht gelaunt auf mich sind. Als Händler habe ich einen sehr großen Einfluss in der Stadt. Es würde dir nicht bekommen, glaub mir. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. So, oh. Sie haben hier gleich mal die harten Sachen. Amulett der Kraft 700. Hellebarde 550. Piratensäbel 700. Langschwert 850. Kann man mir nicht ganz leisten. Ich nehme die Bratpfanne für 20. Danke. Und tschüss. Ich muss weiter. Von mir aus. So, dann bringen wir der netten Dame mal ihre Pfanne zurück und hoffen, dass der Bauer mich nicht gleich verhaut. Ich habe ja die Rüstung auch nicht mehr, ne? Hey du, seit du das letzte Mal hier warst, fehlen ein paar Sachen aus meiner Truhe. Hey. Du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem Haus rumschnüffeln, du Tagedieb. Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Ich habe sie nicht mehr? Ich hatte sie nie. Ich habe sie nicht mehr. Hast sie wohl schon verkauft, was? Er poltert. Ich werde dir helfen, Bürschchen. Dankeschön. Na, warte. Dankeschön. Oh. What? What? Die Oma haut mich auf. Wir sprechen uns noch. Nein. Ich bereue nichts. I regret nothing. Aber dass die alle mich hauen wollen, das finde ich ja uncool. Bleib stehen, du Lump! Die sind jetzt langsam beruhigt. Und was sagen die, wenn ich jetzt wieder zurückkomme? Oh. Tante ist da hinten runtergefallen. Oh! Wo kommt die denn her? Komm her! Die hat sich selber... Oh Gott, die hat einen Knüppel. Ah! Scheiße! Oh, der Notfallexplosion! Den krieg ich! Wenigstens ein! Ich würde jetzt ja am liebsten einen Feuerball auspacken, aber ich glaube, das finden die nicht so cool. Oh, wenn der Wolf auf die Aggro wird, das wäre geil. Bleib stehen, du Feigling! Komm, Wolf. Oh, 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 oh. Oh shit. Geht auf die! Nein! Nein! Geht auf die! Naja, Lothar ist auch tot. Aber schön. Hat Spaß gemacht.
Nur die Hilda, die ist noch. Die hat viel weniger. Die ist noch heiß. Die hat noch Bock. Ah, schade.